Hallo Freunde der virtuellen realistischen Landwirtschaft, herzlich willkommen zurück zu Lostberg mit Story und ja, meine Grafikeinstellungen stimmen nicht so ganz. Das fällt mir jetzt gerade erst auf. Ey, die sind ja richtig mies. Upsi. Ja, da gibt's eine kleine Story, warum das so ist. Ich kann die euch mal eben erzählen, während wir hier ja, wir versuchen das mal on camera quasi die Grafikeinstellungen zu ändern. Ja, ich habe ja den Gülle-Textur-Mod gemacht, ne, den Gülle-Textur-Fix-Mod heißt der, glaube ich, na, wo man dann mit der Gülle, mit dem Güllefass quasi auch die Misttextur auf dem Feld hinterlässt, weil ich das ja nicht so toll fand, dass das einfach mit dem Güllefasswagen man drüber fährt und das dann einfach nur ein bisschen nachdunkelt. So, und dann machen wir hier mal überall auf Maximum. Hi. Voll. So. Ja, wo war ich stehen geblieben? Genau. Moment. Ah, okay. Ja, genau. Ich habe diesen Mod da und das war ja bisher so, dass das gibt's gar nicht. Ich kann nicht reden und denken und gleichzeitig hier das einstellen. Moment. Gleich haben wir's. So. Ne, volle es hilft jetzt nichts, wenn ich erkläre, wofür die Slide hier sind, weil es eher alles in Englisch ist. Machen wir das hier alles an. Das hier ist auch Maximum. Die Distance machen wir auch wieder höher. Volle Density machen wir. Na, das ist das Problem. Ich müsste jetzt wieder hergehen und hier das nachträglich ändern. So. Wie viel können wir machen? Ich glaube, 10 ist Maximum. Jawohl, machen wir 10. Okay. So, ne, also das Problem ist ja gewesen, dass ich in diesem Mod vergessen habe, dass man vielleicht Gärreste auch mit dem Güllefass ausbringt und dann auch möchte, dass er so eine Art Misttextur hinterlässt. Und aus diesem Grund war das bisher nicht der Fall, dass dem so war. Und aus diesem Grund, halt um mit mir hin 16. Aus diesem Grund habe ich jetzt ein Update für den Mod hochgeladen. Und das Update habe ich bei ModHub hochgeladen und das wurde zurückgesendet als Fehler funktioniert nicht und der Screenshot, der damit geschickt wurde, konnte man erkennen, dass es auf Low, ne, also auf Grafik-Setting Low gemacht wurde. Und da habe ich mal kurz nachgedacht und überlegt, könnte das nicht sein, dass auf Low vielleicht die zusätzliche Misttextur nicht existiert, weil ne, die verschiedenen Terrain-Winkel, ne, die gibt es auf Low ja auch nicht, um Ressourcen zu sparen. Und da habe ich mal mein Spiel auf Low gestellt und habe das getestet. Und in der Tat, auf Grafik-Settings Low gibt es diese Misttextur hin und Miststreuer nicht. Da ist es genau wie im 15er alles einfach nur nachgedunkelt, ne, wenn man, egal ob man Spritz oder Miststreut oder Dünger, alles genau gleich. Und ja, ne, also das war dann quasi der Fehler mehr oder weniger, wobei da kann ich ja nichts für. Und deshalb habe ich mir meine Grafikeinstellung hier durcheinander gebracht. Und was euch jetzt auffällt, ist, dass hier meine Grasdichte noch nicht doppelt so hoch ist. Ne? Ich gehe ja dann immer rein in den Game Settings oder Game XML, eine von beidem, und stelle die Grafik-Settings hoch. Ne, quasi manuell noch höher, als es in den Regler geht, ne, dass die Pflanzendichte hier doppelt so hoch ist wie normal. Ne? Wenn man ja normale höchste Pflanzendichte hat, dann sieht man, wie wenig da Pflanzen eigentlich stehen, wie viel man von der Bodentextur durchsieht. Und wenn ich das quasi doppelt mache, dann sieht das viel, viel schöner aus. Geht jetzt leider nicht, ne, da müssten wir, aber ich habe da mal ein Tutorial dafür gemacht, ne, falls ihr euch interessiert, da habe ich mal ein Tutorial gemacht, irgendwie heißt Pflanzendichte doppelt so hoch oder irgendwie sowas. Oder weiter der Grafikeinstellung, nicht ganz sicher, irgendwie sowas in die Richtung hieß das Video. Und ja, ne, also da habe ich mal ein Video gemacht, wie gesagt, und könnt ihr euch angucken, falls es euch interessiert. Und wenn nicht, dann gut, reden wir jetzt über was anderes. Jedenfalls, das konnte ich jetzt nicht on-camera machen, weil tatsächlich aus dem Spiel raus müssen. Und ja, ich hoffe, das macht euch nichts, wenn wir jetzt mal eine Folge lang so aufnehmen. Und ich muss jetzt auch gleich mal gucken, wie das denn hier ist mit der Lautstärke. Wobei die eigentlich relativ gut passen müsste. So, und bei dem Baum ziehen wir als nächstes raus. Ich würde mal sagen, wir fangen vielleicht mal mit einem von denen, die hier unten liegen, an. Warum auch nicht? Lassen wir hier gleich mal den hier ziehen. Schauen wir noch ein bisschen nach vorne. So, dann nach hinten die Seilwinde, in diese Richtung bitte. So, machen wir das Ganze auch noch an. Und, ach, da gehen wir erstmal hin mit der Motorsäge und sägen überall die kleinen Dinger. Ja, jedenfalls ist das so gewesen, dass das der als Fehler quasi anerkannt wurde, dass die Textur nicht anzeigt. Und dabei ist es auch so, dass Overload die Textur gar nicht existiert. Das habe ich dann auch so zurückgeschrieben. Jetzt ist der Mod wieder im Testing. Ich hoffe mal, dass er diesmal dann durchkommt.
Und dass Steins nicht sagt, okay, der Mod geht nicht, weil das irgendwie den Grafik-Settings dann ja nicht geht. Aber das wäre auch komisch. Das ist ja genau das gleiche mit den mehreren Terrainwinkeln. Ne? Dann könnte man ja auch sagen, dass mit mehreren Terrainwinkeln nicht beim Mod-Hub reingelassen werden, weil es nicht auf allen Grafik-Settings geht. Das wäre sehr komisch. Also ich glaube nicht, ich glaube, der kommt dann durch wieder. Wir haben letztes Mal, ist das auch keinem aufgefallen. Aber es war sehr gut, dass sie einen Screenshot mitgeschickt haben. Da hat er einen Screenshot mitgeschickt, wo gezeigt hat, oh, wenn ich mir das hier so angucke, muss man vielleicht doch erst diesen Baum hier oben rausziehen, der da drüber liegt. Es war gut, dass sie einen Screenshot mitgeschickt haben, da wo sie quasi gezeigt haben, dass es nicht geht. Weil sonst wäre ich nie auf die Idee gekommen. Da hätte ich mir einen Traum dran gedacht, dass es an der Grafik-Settings liegt, dass die mit Low getestet haben. Und dann hätte ich mich dumm und dusselig gesucht. Ich habe den Mod selber ein paar Mal getestet und ne, es lief ja alles, es ging ja alles. Das sind wirklich bloß ein paar Zeilen im Skript, da kann echt nicht viel schief laufen. Es gibt vielleicht, habe ich gedacht, vielleicht gibt es einen Mod-Konflikt, ne? Vielleicht hat Giants mehrere Mods gleichzeitig getestet und da ist irgendwas durcheinander gekommen. Nee, keine Ahnung. Oder Giants vielleicht gar nicht den Mod drin gehabt hat oder sowas. Aber nee, es lag einfach nur in den Grafik-Settings. Ich weiß nicht, warum die auf Low testen. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt hier nicht mehr geht. Ah, jetzt geht wieder. Ich weiß nicht, warum die auf Low testen. Keine Ahnung. Aber dann macht ja Sinn, den Mod auf verschiedene Grafik-Settings zu testen für alle Fälle. Aber das war dann so ein bisschen lustig. Na gut, jedenfalls darum ist jetzt meine Grafik-Settings-Geschichte quasi verstört gewesen. Und ich hoffe, euch hat die kleine Story aus dem Bereich Modding und Mod-Hub gefallen. Ja, sowas könnte mal passieren. Und ich würde mal sagen, wir machen es hier mit so schönen Forstarbeiten weiter. Und wir ziehen jetzt hier mal noch einen weiteren Baum runter. Und eigentlich habe ich in der letzten Folge, glaube ich, gesagt, dass wir gleich einen Anhänger holen. Jetzt habe ich aber gedacht, wir ziehen jetzt doch vielleicht nochmal einen Baum runter, ne, weil nur zwei Stämme aufladen ein bisschen wenig. Auf der anderen Seite, ich glaube, so viel mehr wie zwei Stämme können wir eh nicht aufladen. Jetzt schauen wir mal einfach mal. Ne? Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Und dann holen wir einen Anhänger. Und ja, bringen das zum Sägewerk. Ich habe jetzt auch nochmal ein Thema gehabt, mit dem ich oder über das ich mit euch reden wollte. Und jetzt. Nein, das fällt der Stamm gleich da hinten runter. Das ist nicht gut. Mist, wirbs zu spät. Ja, ist okay, das ist nicht. Dann müssen wir erstmal den hier wegtun, aber das ist eh Brennholz. Dann schieben wir den jetzt erstmal zum Brennholz unten dazu. Weil wir können hier fast einen rauskriegen zum Sägewerk. Obwohl, nee, ich glaube, wir haben nachgemessen, da kommt keiner zum Sägewerk raus. Dann können wir das gerade mal hier nachmessen, werden wir hier schon stehen. Ob wir noch einen 7 Meter Stamm rauskriegen würden. Doch, da würden wir einen 7 Meter Stamm rauskriegen. Also einen kriegen wir hier von weg. Und dann der Rest ist quasi dann Brennholz. So, passt, ja. Ich würde mal sagen, wir machen das mal so und dann gehe ich das tatsächlich mal her und säge hier 7 Meter ab. 5, 6, 7 Meter. So. Oh, vielleicht. Muss ich aufpassen, dass der Stamm dann nicht auf die Füße fällt. Jawohl, geht doch. So, und der Rest ist jetzt wie gesagt Brennholz. Dann machen wir das jetzt irgendwie so, dass wir erstmal den hier herziehen. Fast könnten wir da noch mal einen raus. Nee, da kriegen wir nicht noch einen raus für Sägewerk. Der wird zum Brennholz. So, ich gehe mal hier aus dem Weg. Und jetzt ist die Frage: Ziehen wir den jetzt einzeln runter oder holen wir den großen noch dazu? Ich glaube, wir holen den großen noch dazu. Wir machen jetzt einfach mal so. Und holen den hier noch mit dazu. Und dann fahren wir mit beiden gleichzeitig runter. Warum auch nicht? Ja, ich habe ein bisschen ein Problem gerade im Moment. Ich würde jetzt eigentlich eine Zeitraufaufnahme machen. Da will ich jetzt auf meine Aufnahme gucken. Ich habe jetzt schon 8 Minuten geredet und da dachte ich, jetzt wäre eigentlich Zeit für eine Zeitraufaufnahme. Aber hier im Forst ist es unglaublich schwierig, eine Zeitraufaufnahme zu machen. Erst recht, wenn ich hier quasi hier hin und her laufe, weil ich da so oft die Kamera hin und her bewege, dass ich so schnelle Mausbewegungen mache, dass es wirklich schwierig ist, da eine Zeitraufaufnahme drauf zu machen. Also generell alles, was quasi nicht im Flapper passiert, sondern wo man dafür rumläuft, ist halt für eine Zeitraufaufnahme wirklich schwierig. Und ja, ich weiß nicht, wie ich das jetzt Zeitraufaufnahmen technisch mache mit den Forstfolgen. Das ist echt ein bisschen kompliziert. Und nachher, wenn ich den Anhänger belade, davon könnte ich vielleicht eine Zeitraufaufnahme machen. Aber das geht ja relativ schnell eigentlich. Ach, halt, hier geblieben. Können wir den hier wieder herziehen. Ja, ne, deshalb weiß ich nicht so ganz, wie wir das mit den Zeitraufaufnahmen erledigen. So. Ich würde mal sagen, jetzt machen wir hier mal die Seilwinde ein bisschen hoch und fahren hier mal ein kleines Stückchen nach vorne. Vielleicht machen wir auch einen ganz normalen Gang hier. Und dann winden wir noch mal ein bisschen nachher da. Jawohl. Und
Und dann ziehen wir mal diese beiden Stämme hier runter. Das wird auch schon ein bisschen leichter für Vorderachse. Also wie gesagt, ich weiß noch nicht. Vielleicht machen wir es tatsächlich auch mal ein, zwei Folgen ganz ohne Zetrafo, bis die Forstarbeit vorbei ist, weil ich glaube, das ist echt nicht so gut, wenn ich da so ein ständiges schnelles Hin- und Hergewackel mit der Maus mache. Da kriegt man Kopfweh ran. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Jetzt haben wir die Stämme hier nur verkehrt herum. Unser Brennholz haben wir hier. Und das Sägewerkholz haben wir da. Warte ich hier gerade mal einen Moment und dann machen wir das hier ab und dann nehmen wir den hier mit. So passt das doch. Jawohl. Na los! Nicht geradeaus, um die Kurve so zu fahren. Also geht doch. So. Jawohl. Roll schon mal dahin, wo ich hin soll. Sehr schön. Halt. So, und dann schalten wir mal vorne weg von der Winde. Dann schieben wir den da hier beiseite. Was mir gerade so auffällt, das ist wirklich steil, wenn ich die nachher hier aufladen möchte. Das ist ein bisschen schwierig. Wow. Okay, das wird spannend. Das ist jetzt das nächste Problem. Wir brauchen jetzt einen Anhänger. Und eigentlich müssen wir den jetzt quasi mit dem Deutz holen und den hier stehen lassen. Das heißt, ich habe jetzt eine kleine Runde da reinzulaufen. Und ich würde mal sagen, ich könnte das zwar Zetrafo-aufnahmenmäßig verarbeiten, hier reinzulaufen, aber das ist da wirklich langweilig. Von daher, ich renne jetzt mal kurz heim und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, da wären wir wieder angekommen beim Deutz. Und jetzt müssen wir erstmal gucken. Jetzt müssen wir erstmal ankriegen hier. Mal kurz aufwärmen für ein, zwei Minuten. Ich muss echt aufpassen hier mit meiner Gangschaltung, ne? Ich habe so viel Project Cars gespielt und habe mit meinem großen Gangschalthebel habe ich Project Cars gespielt, weil ich habe ja keinen anderen. Und ich habe das so die Gänge reingedroschen, dass jetzt irgendwie alles klemmt und nicht mehr richtig funktioniert und ich die Gänge jetzt nicht mehr richtig reinkriege. Ist natürlich ein bisschen schlecht für LS spielen. Wäre ein bisschen schade, wenn ich nur beim Project Cars spielen meinen Gangschalthebel zerstören würde, den ich eigentlich für LS gebaut habe. Vor allem ist das dann auch Let's Play technisch nicht mehr so ideal, wenn ich keinen Gangschalthebel mehr habe. Das wäre ein bisschen schade. Von daher muss ich noch mal ein bisschen entweder das Ding stabiler machen oder einen zweiten bauen für Project Cars oder Project Cars nicht mehr mit dem Gangschalthebel spielen. Ich glaube, das wäre gar keine so schlechte Idee. Okay, wir machen das jetzt so. Wir machen jetzt einfach mal zum Rausfahren. Bis gleich. So, dann wären wir wieder. Ich glaube, so müssen wir das jetzt machen, dass wir ein paar ganz kurze Zetrafo-Aufnahmen machen in der Forst-Episoden-Geschichte. Weil, so viel mehr Varianten haben wir nicht. Und jetzt ist die Frage, wie wir das hier am besten machen mit dem Aufladen. Ob wir da vielleicht nicht den Anhänger noch ein bisschen anders hinschieben sollen. Oder ob das so schon passt. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, das war jetzt nicht so ganz mittig hier, aber es geht trotzdem. Aber die haben wir jetzt hier verkehrt rum auch. Und dann kommen sie mit dem dicken Ende hinten vom Anhänger raus. Schauen sie mit dem dicken Ende hinten vom Anhänger raus, das ist nicht so ideal. Wobei, ich habe gerade eine Idee gehabt. Einen Moment, wir lassen das hier mal so stehen, wie es ist. Und wir drehen die ganze Geschichte hier einfach um. Das wäre doch, glaube ich, passend. So, warten bis das Auto hier vorbei ist, dann kommen wir rein, gleich da wieder eins. Yep, wie ich mir gedacht habe. Dann müssen wir erstmal warten, bis sie vorbei sind. Gleich zwei. So, kommt jetzt hier von hier oben auch noch was? Nope, da haben wir freie Fahrt. Sehr schön. Halt, stopp. Das war nicht so gut gezielt. Da kommt schon wieder was. Eieieiei. War noch Straßearbeit, ist nicht so toll als recht, wenn die Leute so schlau sind wie hier in Lost Park. So. Ich würde mal sagen, so passt das. Dann müssen wir das hier nochmal ein bisschen hin und her fahren mit dem. Mit dem Eicher. Aber so kriegen wir es dann wenigstens.
wenigstens hier irgendwie drauf. Und vor allem in die richtige Richtung. So. Oh, das war ein bisschen zu zügig. Nicht ganz so schnell, bitte. Ich habe jetzt auch leider immer noch vergessen, das Skript hier mit reinzunehmen, was die Drehzahl vom Frontlader ändert. So. Erster Baum ist drauf und dann packen wir noch die anderen zwei drauf. Und dann ab zum Sägewerk und hoffentlich bringt es uns ein bisschen Geld. Aber wir sind so wieder so heftig im Minus. Stopp, stopp, stopp. Ja, genau. Jetzt weiß ich wieder, worüber ich mit euch reden wollte. Und zwar, es geht mal wieder um die Kühe, ne? Also wir haben jetzt ja immer noch nicht so viele, wir haben jetzt aber ja schon mehr Kühe. Ich weiß, es lohnt sich eigentlich noch nicht, aber wir brauchen einen Futtermischwagen. Und ich möchte mir einen Futtermischwagen her tun, ne? Wir haben so einen großen Stall, wir wollen den ja auch noch besser auslasten. Und es hilft einfach nichts, wir müssen oder wollen oder ja müssen sollten wollten das Futter gescheit mischen. So wie wir es im Moment machen, ist es nicht so ideal. Und ja, wir brauchen einen Futtermischwagen. Wir kommen da nicht drum rum und wie soll ich es euch sagen? Ich habe da was vor, was ich sonst noch nicht gemacht habe. Ich möchte einen neuen kaufen. Ich möchte einen nagelneuen Futtermischwagen kaufen. Direkt beim Händler drüben. Über den Händler einen Kredit aufnehmen. Ne? Die haben da direkt quasi ihre Kreditpartner und der hat mir angeboten, dass es da eventuell möglich wäre, dass ich da einen Kredit aufnehmen könnte. Oh weia. Das war jetzt natürlich nicht so ideal. Ups. Sehr komische Geschichte. Ja, ne, der hat gesagt, dass ich da eventuell einen Kredit aufnehmen könnte. Ich würde natürlich viel lieber bar bezahlen, aber haben wir nicht wirklich die Mittel für, da können wir uns... Okay, jetzt haben wir natürlich das Problem, dass ich den hier nicht mehr aufgeladen kriege. Das habe ich schon fast vermutet. Okay, hier muss ich eigentlich auch die Tür zumachen, wenn mir in solche Äste vorbeifahren, sonst reißt uns noch die Tür ab. Ja, ne, ich möchte einen Futtermischwagen kaufen und ihr sagt euch vielleicht, Menschenskind, bist du bescheuert, warum möchtest du einen neuen Futtermischwagen kaufen? Kauft ihr doch einen gebrauchten. Es hat alles seinen Grund und ich werde euch eines Tages noch ein bisschen einweihen, aber ich möchte versuchen, dass unsere Tierproduktion optisch was hermacht. Ich möchte versuchen, dass unsere Tierproduktion optisch sehr gut dasteht, ne, dass man jederzeit Leute in den Stall quasi reinlassen kann, dass es alles sehr ordentlich aussieht, dass es alles sehr vernünftig aussieht. Ne? Und wir haben ja so einen schönen neuen Stall und wir haben auch noch die Zäune und so weiter drumherum. Das ist alles sehr schön geworden. Und ich möchte das quasi so weiterführen und möchte quasi alle Sachen, die alle Fahrzeuge, alle Geräte, die um den Stall herum sind, möchte ich quasi ordentlich haben, das heißt, ich ordentlich aussehen. Wenn ich jetzt so einen ranzigen alten Futtermischwagen kaufe, dann wie ich sonst halt ranzige alte Sachen manchmal kaufen würde, das passt einfach dann nicht da dazu. Ne? Und Futtermischwagen haben halt leider auch das Problem, dass sie jeden Tag gebraucht werden und dass das auch ziemlich aufs Material geht, das Mischen und so weiter, auf die Lager, auch die Bänder, die zum Rauslassen quasi verwendet werden, die werden irgendwann mal alt. Es ist halt also so, dass ein alter ranziger Futtermischwagen auch nicht immer qualitativ dann noch der beste ist, ne? Da muss man irgendwann die Lager mal neu machen und so. Und das wäre zwar alles kein Problem, ne? Man kann die Lager neu machen, das ist alles auch kostentechnisch kein so großer Aufwand, alles machbar. Aber man hat da dann trotzdem immer noch optisch einen ranzigen alten Futtermischwagen. Und wie gesagt, ich möchte, dass das Ding optisch was hermacht. Ja, mal sehen, ob das eine falsche Entscheidung war. Wir werden sehen. Gerade in Zeiten, wo das mit den Milchpreisen überhaupt alles so schlecht geht, könnte man meinen, dass ich total bescheuert bin. Wenn ich sage, ich möchte, dass mein Stall optisch was her macht. Aber wir werden sehen, wir werden sehen. Vielleicht zahlt es sich aus, vielleicht auch nicht. Und wir gehen jetzt erstmal hier diese Gurte hier dran machen. Und da haben wir wieder das Problem, dass ich hier eigentlich die Seiten hier runter machen muss. Und dass ich hier diese Gurte vernünftig hier drauf machen kann. Ansonsten klappt das alles nicht so recht. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich den hier wegmache und dann hier das hier aufmache und dann hier den Gurt wieder dran mache. Jawohl, das hat geklappt. Sehr schön. Ideal. Perfekt. Ja, ne, drei schöne Stämme. Ich hoffe mal, das bringt uns ein bisschen Geld. Und ja, also das ist mein Plan jedenfalls. Ich möchte, dass das anbringen wird. Und ich bin mal gespannt, ne, wann wir dazu kommen. Ach, jetzt kommen hier so viele Autos. Wann wir dazu kommen, uns tatsächlich einen Futtermischwagen dann zu kaufen, da muss man natürlich auch wieder einiges an Papierkram erfüllen und jetzt warten wir, bis die Autos auch vor uns gekommen sind. Brauchen wir jetzt ja nicht vor denen noch rausziehen, sonst werden die auch immer sauer. Man muss es ja nicht produzieren, genau. Man muss es ja nicht provozieren, wenn man mit der landwirtschaftlichen Maschine unterwegs ist, die ein bisschen langsam ist, dass man sagt, okay, mit Gewalt ist noch mal vor dem Auto rausziehen. Kann man auch ein Minütchen länger warten und dann sind alle glücklich.
So, ja, wo war ich stehen geblieben? Genau, optisch ansprechender Stall. Und das gleiche gilt dann auch für, wir wollten uns ja was bauen, ein Rad bauen, mit dem man quasi das Futter reinschieben kann. Das ist wirklich dringend nötig. Ich möchte, dass das nicht immer so chaotisch aussieht im Stall, ne, wenn die Kühe das Futter überall verteilen, sondern dass ich da regelmäßig durchgehen kann, zwei, dreimal am Tag mindestens, und das schön wieder in den Futtertisch reinschieben, das Futter, das Überflüssige. Und ja, ne, wollte ich mir da selber was bauen aus einem alten Rad oder so, was zusammenschweißen. Klar, da kann ich auch schön machen, kann gut Lack drauf tun und so weiter, aber ne, das kostet auch alles Geld. Ich werde mich mal erkundigen, was es da gibt, ne, ob es da was Neues gibt, was Vernünftiges. Das macht halt einfach einen ganz anderen Eindruck, wenn da was Neues ist, was schön aussieht, ne, vielleicht irgendwie verzinkt ist oder so, und Aufkleber drauf. Klar, das kann man theoretisch auch selber bauen und selber optisch dann so machen. Halt, ich muss ja weiterfahren. Aber ich habe jedenfalls mich entschieden, dass ich um die Stallgeschichten rum tatsächlich Geld in die Hand nehmen möchte. Na, jetzt haben wir so viel aufgegeben für den Stall. Das müssen wir jetzt schon irgendwie vernünftig machen. Wow, der schwimmt ein bisschen gerade, der Anhänger. Das ist halt auch sehr viel Gewicht nach hinten draußen. Ich glaube, wir haben auch leicht überladen. Bin mir nicht so sicher. Wir könnten auf eine Waage fahren, aber wir hatten irgendwo eine. Oder haben die hier im Lohnunternehmen? Haben wir da eine Waage drin? Ich glaube nicht, nein. Na gut. So. Na, komm im Berg hoch. Jawohl, klappt, passt. Sehr schön. Ah. Ab. Und jetzt müssen wir mal versuchen, wenn wir das jetzt kippen, dann müsst ihr da hoffentlich schön runter rutschen. Jawohl, passt. Perfekt. Sehr schön. Also, 2, 4, 5. Wir haben unser Geld schon raus. Wir haben unseren Einkaufspreis schon raus. Das ist doch mal wunderbar. Ab jetzt machen wir Profit. Ab jetzt machen wir Profit mit dem Holz. Das war jetzt quasi unser Einkaufspreis mit der ersten Ladung. Das hat auch sehr gut funktioniert. Also, das sind echt gute Preise, gerade für das Holz. Das waren auch sehr schöne gerade Stämme, also das muss man schon sagen. Wir haben ja mindestens nochmal so eine Ladung und dann haben wir auch nur das ganze Brennholz. Auf jeden Fall, ja, das hat sich doch gelohnt, das hat super funktioniert. Ich würde mal sagen, wir machen eine Werbepause, genau, wir machen eine Werbepause und danach eine Zeitrafferaufnahme. Und bis gleich, Spaß. Wieder und ich habe jetzt mal die anderen, die unsere Brennholzstücke quasi im Brennholz zersägt. Und dann ist doch mit die alle hier aufladen auf den Anhänger. Ich weiß auch noch nicht, wie wir das am besten machen. Vielleicht machen wir erstmal diese Seitenfalle hier auf und dann so vielleicht. Und ist immer so weiter. Jawohl. Muss ja auch nicht ganz so ordentlich sein. Wir kippen es dauernd sowieso wieder ab. Aber ganz schrecklich sollte es auch nicht aussehen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die wirklich Meter lang sind oder nicht. Na, ihr seht, das eine ist viel länger als die anderen. Immer ein bisschen schwierig mit dem Abmessen. Es wäre cool, wenn man ein Maßband hätte, das direkt auf dem Baum misst, aber sowas ist technisch nicht so leicht umsetzbar, leider. Mal gespannt, ob es da im 19. vielleicht neue Möglichkeiten gibt, dass es irgendwelche neuen Funktionen rund um die Splitscheibs gibt oder ob das alles beim Alten bleibt. Wäre natürlich dann besonders cool. Ja, viele von euch haben es ja schon ein bisschen erraten, was ich oder warum ich das Holz jetzt wieder sammeln würde, Brennholz. Ich möchte quasi dieses Jahr tatsächlich ofenfertig verkaufen, sprich,
gespaltetes Brennholz. Das heißt, wir werden uns einen Spalter besorgen müssen und werden das dann spalten. Deshalb ist es auch so wichtig, dass ich nicht über 1 Meter rauskommt. Aber den Spalter, den ich im Auge habe, der kann nur bis 1 Meter Holzstücke spalten. Und ja, deswegen habe ich die lieber alle ein kleines bisschen kürzer gemacht, also ein kleines bisschen länger. Und dann die Idee ist dann, oder der Gedanke ist dann, dass wir die Holzstücke erstmal alle spalten und dann noch durch eine Säge durchjagen, einmal nochmal in der Mitte durch und dann müsste es schön ofenfertig sein. Wir sind natürlich nicht ganz so sicher, ob das wirklich hinhaut, ob wir das wirklich dann nochmal sägen können oder ob die Holzstücke dann so klein sind, dass die Giants Engine sagen, nein, danke, und die Holzstücke einfach verschwinden lässt. Ich weiß es nicht, das müsste man dann ausprobieren. Jedenfalls so war der Plan, und wenn das nicht klappt, dann müsste man tatsächlich halt die Holzstücke einfach als gespaltene Meterstücke verkaufen, dann muss der Kunde die quasi selber kleiner sägen. Schauen wir mal, und ich habe gerade eine Idee gehabt, ich speichere lieber mal. Ich habe ja das Spiel jetzt in letzter Zeit öfter mal crashen gehabt, und das wäre ein bisschen schade, wenn das gerade jetzt passiert, mitten bei der Waldarbeit, wo wir so viel Holzstücke rumliegen haben, die wir dann alle nochmal rumliegen haben müssten. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das hier denn machen. Vielleicht schmeißen wir die einfach nur noch kreuz und quer rein, damit er nicht mehr ganz so viel. Und ja, ne, also da haben wir jetzt ja wieder größere Bäume, aber die holen wir dann später raus oder nächstes Mal. Ich habe nämlich noch was anderes vor heute. Und zwar habe ich einen Anruf bekommen, da wegen dem Balken. Ich habe ja gesagt, na, ich nehme die auf jeden Fall, die Balken von der Fachwerkscheune, die wir wieder aufbauen. Deshalb habe ich auch dann erst unser Fundament gießen können, weil ich wusste, ich krieg die. Wir haben den Preis fest ausgemacht und alles. Und ich habe einen Anruf bekommen heute Morgen, der quasi gesagt hat, du mit den Balken, mir wär's ganz recht, wenn du die heute noch holst. Na, wir hatten da ausgemacht, dass ich irgendwann diese Woche noch vorbeikomme und die hole und so, aber jetzt haben wir es erst Mittwoch. Und ja, jedenfalls habe ich einen Anruf bekommen, dem wär's ganz recht, wenn ich die heute noch hole, weil die nämlich eine Lieferung kriegen mit Sachen, na, die haben ja da quasi die alte Fachwerkscheune abgebrochen und eben die ganzen Balken beiseite gelegt. Ja, die bauen halt gerade ziemlich um und bauen irgendwas Neues hin und irgendwie kriegen eine Lieferung mit irgendwas, ich weiß nicht so genau, er hat es gesagt, aber ich habe es vergessen. Irgendwelche Steine oder keine Ahnung, jedenfalls brauchen die den Platz, und ne, da wo die Balken liegen ist gerade ein bisschen, oder wäre halt wunderbar praktisch, wenn die weg wären, dass sie da hin tun können. Die können die Sachen auch woanders hin tun, aber da ist irgendwie quasi nahe da zu dem, was wir brauchen, und man kann trotzdem mit dem großen LKW herfahren, ich weiß nicht. Er hat, wie gesagt, er hat ganz kurz gesagt, was alles, aber er hat so schnell geredet. Ich habe es nicht so ganz verstanden, wie die Zusammenhänge sind, jedenfalls wäre es ihm ganz recht, wenn die Balken weg wären, dass er quasi da die Sachen hin tun kann, und das Zeug kommt wohl morgen, und deswegen wäre es ihm ganz recht, wenn ich heute noch hole. Mir ist es natürlich auch ganz recht, weil jetzt ist das Wetter wieder gut geworden, vielleicht können wir dann die Scheune noch aufbauen. Muss ich mal gucken, ob ich aufs Wochenende irgendwie ein paar Kumpels oder so zusammenkriege, dass ich das nicht alleine machen muss. Und dann, denk mal, ne, mit ein paar Kumpels, Frontlader und so, und dann hat man die Scheune ruckzuck aufgebaut. Quasi wie ein Puzzleteil oder ein Baukasten oder sowas. War ja alles schon mal eine ganze Scheune, wird es auch wieder werden, hoffentlich. Ja, die werde ich jedenfalls heute Nachmittag noch abholen müssen. Und dann können wir heute nicht hier im Wald weitermachen. Also ich muss danach noch den Eiche holen und so, jetzt machen wir mal erst die Klappe wieder zu und dann gucken wir mal. Warum kann ich jetzt hier nicht hüpfen? Ach, geht doch. So, hat mir ein bisschen na, dass nichts oben rausfällt. Und dann fahren wir damit erstmal heim und den Eiche, den müssen wir nachher noch holen. Und ja, vielleicht haben wir dann schon bald unsere Schafscheune. Das wäre ziemlich cool. Ziemlich cool. So. Wie machen wir das jetzt hier am besten, dass ich hier wieder umdrehen kann? Wir ziehen einfach erstmal wieder so die Straße raus. Kommt jetzt hier natürlich ein Auto. Ach, sind immer so ungeduldig. Da fahren sie bis kurz vor knapp und dann. Eieiei, unglaublich. So. Ein kleiner Anhänger Brennholz. Oh, eieieiei. Ich habe gerade auf die Reifen geguckt, weil ich dachte, dass die nicht gerade zueinander stehen. Aber ich glaube, das täuscht. Das ist nur Einbildung. Tja, ne, was soll ich groß sagen? Ich glaube, ich hab euch echt heute alles erzählt und nichts vergessen. Kommt auch mal selten vor, ne? Kommt echt selten vor. Wobei ich habe immer so im Hinterkopf, dass irgendwas noch war, irgendeine Idee hatte ich noch. Aber gut, wir haben ja wieder eine Folge. Es ist. Ich muss ja nicht alles in einer Folge sagen. Das müssen wir gerade mal hier wieder warten, bis die vorbeikommen.
So, jetzt ist die Frage, stapeln wir das hier hin oder schmeißen wir das hier hin? Bisher habe ich das alles hier hingeschmissen. Könnte es mal mit abkippen versuchen. Ich glaube, wir kippen das jetzt mal ab. Oder war das nicht so, dass der Anhänger die Kollision nicht mitgibt? Nee, bei dem hier kippt die Kollision mit. Bei dem großen war das so, dass er nicht mitkippt. Dann machen wir das jetzt mal so und dann ab Kippseite gehe ich mit U wechseln. Jawohl, auf diese Seite und dann Steuerung I. Und dann sollte das alles schön abkippen hier. Wunderbestens wunderbar, sehr schön. So, wahrscheinlich müssen wir da noch ein bisschen wackeln. So, passt. Machen wir zu die Klappe. Aua. Und dann nehmen wir hier diese Holzstücke und ja, ich habe die am Anfang hier so schön gestapelt und dann habe ich angefangen, die einfach hinzuschmeißen. Ne? Die müssen wir nicht so schön stapeln. Wir haben eigentlich genug Platz. Ist jetzt nicht Platz sparen und es muss jetzt ja auch nicht endgültig trocknen hier. Also wollen das jetzt ja eh gleich dann klein spalten. Deshalb dann brauchen wir uns ja gerade nicht so eine große Mühe geben, das Ganze hinzustapeln. Wenn wir das hier eh gleich verwenden. So, das letzte Jahr, was wir da an die Wand gestapelt haben, das hat uns Sinn gemacht. Das lag jetzt ja die ganze Zeit, das kann dann schön trocknen. Aber in diesem Fall ist das jetzt eher weniger wichtig. So, schreiben wir die hier alle hier in die Stücke. Ich habe echt das Gefühl, das ist deutlich länger als die anderen. Und dann war das halt nicht ein Meter, sondern länger. So. Gerne alles da hinten hier weg von unserem, dass man nicht beim Reinfahren irgendwie dran hängen bleibt, wobei eigentlich ist das gerade egal, ne? So dicht sind wir eh nicht. Sind wir durchaus die hier alle hier vorne hinpacken, das wäre gar kein Problem. So. Ja, ich würde mal sagen, ich glaube, wir haben zu heute, ne? Wie gesagt, ich muss jetzt gleich noch los und die Scheunenteile holen. Ich glaube, da nehme ich euch nicht mit, ne? Die Leute wollen das nicht, wenn ich da bei denen filme, ne? Die haben da ein bisschen was dagegen. Ach ja, genau, ich habe noch, genau. Das habe ich noch vergessen. Hier diese Dinge. Ja, ein paar Leute, ich habe hier einfach nicht genug, um Weidenzaun zu machen. Und dann haben ein paar Leute von euch gesagt, eigentlich ist es eh doof, wenn du hier Fichte nimmst für Weidesaunpfosten, die halten einfach nicht lang genug. Und da habt ihr natürlich vollkommen recht, ne? Also das ist totaler Blödsinn eigentlich. Wenn ich das hier schon mache, dann muss ich das richtig machen. Und habe ich euch überhaupt das Fundament gezeigt, oder? Ich habe euch das Fundament habe ich euch gezeigt, oder? Oder noch nicht? Doch, ich glaube, wir waren schon hinten und ich habe euch das Fundament gezeigt. Wenn nicht, dann mache ich jetzt trotzdem nochmal, also unser Fundament, so schaut das aus, ne, mit der Schalung weg und allem. Da ist ja alles ein bisschen erhöht, wir haben es ein bisschen erhöht, ne, dass kein Wasser reinläuft, sondern dass eher das Wasser wegläuft vom Gebäude. Deshalb ist das alles ein bisschen erhöht hier. Und dann müssen wir natürlich hier vorne dann noch eine gescheite Einfahrt hin machen und so weiter, das ist klar. Und hinten noch ein bisschen einebnen, aber soweit ist das alles gar nicht so schlecht. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, wie machen wir unseren Zaun? Ich möchte den Zaun nicht so machen mit diesen Dingern hier, ne, das war eine sehr teure Methode, den Zaun zu machen, das war eigentlich Blödsinn, das hätte man nicht so machen müssen. Ach du grüne, nein, hier liegen Rohre, wo kommen die her? Ja, das war keine so gute Idee. Ne? Also sehr schön aussehen tut's, aber es ist sehr, sehr teuer. Meine andere Variante wäre, dass wir tatsächlich einfach nur ganz normale Pfosten nehmen und dann Bretter dran machen, aber das ist auch teuer. Man könnte eigentlich auch nur Pfosten nehmen und eine Litze, Draht oder Band oder sowas spannen für Schafe. Müsste eigentlich auch ausreichen. Eine Stacheldraht möchte ich eigentlich nicht machen. Ne? Stacheldraht ist irgendwie ein bisschen veraltet, ne? Das, wenn sich da ein Viech drin verhängt, tut sich's weh, wenn Reh irgendwie reinkommt oder sowas. Nee. Wir machen keinen Stacheldraht. Also entweder so mit Bretter oder dass wir tatsächlich. Ich habe mir auch überlegt, wir könnten vielleicht Metallpfosten nehmen und gar keine Holzpfosten. Ich muss mal gucken, was wie viel kostet. Ich möchte, wie gesagt, dass die ganzen Stallbereiche alle optisch auch gar nicht so hässlich aussehen. Es wird also optisch noch ein bisschen. So, ich kann hier wieder keinen Knopf drücken. Ich weiß nicht, warum das manchmal so ist. So, ich drücke die 9 wie sonst was und es geht einfach nicht. Naja, ja, wie gesagt, ich möchte, dass es alles optisch ordentlich aussieht hier um den Stall rum und ja, so machen wir es jedenfalls. Ich würde mal sagen, jetzt habe ich wirklich alle Themen durch und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, bis zum nächsten Mal und tschüss.